Seit Jahrhunderten eine Tradition im Westerwald. Bauen mit dem Werkstoff Holz. Das Fachwerk, eine gute, alte Idee mit modernen Nachfahren. Die restaurierten Häuser am alten Markt in Hachenburg haben 300 Jahre auf dem Buckel. Sie sind Vorbilder. Seit 800 Jahren werden in Deutschland Häuser mit Holzskelett hergestellt. Die horizontalen Balken heißen Ständer, die vertikalen Schwellen. Fachwerk, alles andere als ein historisches Thema. Mitten im Westerwald, ein Dorf, das auf keiner Landkarte verzeichnet ist. Im Hufdorf stehen ausschließlich Fachwerkhäuser, erbaut in der Tradition ihrer Vorfahren. Ich als Architekt und Zimmermeister weiß, wie man auch in früheren Zeiten Fachwerkhäuser gebaut hat, gezimmert hat. Die typische Fachwerkkonstruktion hat ja über Jahrhunderte eine Entwicklung. Und wir haben es aufgegriffen mit moderner Architektur, mit modernen Materialien und mit energetischen Zusammenhängen von heute zu verbinden. Im kleinen Hartenfels sind die Hufs ganz klein gestartet. Heute gilt Hufhaus als Europas führender Anbieter im modernen Holzfachwerkbau. In den Werkshallen im Westerwald werden Hightech-Fertighäuser gebaut, die nicht nur in Deutschland Abnehmer finden. Etwa 140 Häuser stellt die Firma nach eigenen Angaben im Jahr her. Bis heute ist Hufhaus ein Familienunternehmen geblieben. Ja, meine Großeltern haben in 1912 mit Huf und Johann Huf OHG gestartet. Das ist eine ganz kleine Zimmerei. Es ist relativ schnell ein kleines Sägewerk dazugekommen. Es sind Kirchtürme gebaut worden. Es sind Holzarbeiten hier gemacht worden, Zimmerarbeiten gemacht worden. Und hier ausschließlich im Umfeld ausgeführt worden. Johann Huf, der Firmengründer. Der Zimmermeister errichtet in Hartenfels über 13 Jahre hinweg ein Sägewerk mit Schreinerei. Die Stämme werden aus dem nahen Wald herangeschafft und im Werk bearbeitet. Sein Sohn Franz Huf bei seinem 50. Geburtstag. Er vergrößert das Werksgelände viermal und beginnt mit dem Hausbau. 2001 wird er Ehrenbürger der Gemeinde Hartenfels. Einer der Meilensteine, das hat mein Vater Franz Huf begleitet. In 1958 ist Hufhaus schon in die große Welt. Da ist die Weltausstellung, sind zwei Pavillons in Brüssel aufgebaut worden. Was denn ganz genial war. Und mit den Architekten und aus diesen Kontakten hat sich dann auch nachher das Fachwerkhaus 2000 entwickelt. 1972 kreiert der Architekt Manfred Adams das Fachwerkhaus 2000. Fachwerk trifft Bauhausarchitektur. Holz kombiniert mit Großflächenverglasungen. Ein Prinzip, das für Hufhäuser noch heute gilt. Die Holzskelettbauweise erlaubt, auf tragende und trennende Wände zu verzichten. Huf besetzt im Fertighausmarkt das Luxussegment. Die Wohnlandschaften im Fachwerkhaus 2000 sind nicht ganz billig. Eine 500.000 Euro sollten Bauherren in die Hand nehmen können. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Michael Baumann, bei Huf Mitglied der Geschäftsführung und Vertriebsleiter. Das Produkt, das er vermarktet, besteht aus 75 Kubikmeter Holz und 130 Quadratmeter Glas. So viel Material wird in ein Durchschnittshaus verbaut. Mit ihren 450 Mitarbeitern verarbeiten sie schon lange kein Holz mehr aus der Umgebung. Das Holz, was wir hier verarbeiten, ist alles skandinavisches Leimholz. Das heißt, alle sichtbaren Hölzer beim Hufhaus sind alle grundsätzlich in Leimholz gearbeitet. Wir sehen hier sehr schön die verschiedenen Schichten unseres Holzes. Und die kleinen Ringe, die man hier auf dem Holz innen drin sieht, das sind die Jahreszahlen, wie der Baum wächst. In Deutschland finden wir nur schnell wachsende Hölzer, also keine Qualität an Holz, wie wir es hier verarbeiten. Insofern kaufen wir auf dem skandinavischen Markt unser Leimholz ein.
Mit Qualitätsarbeit durch die Krise? Die Westerwälder suchen neue Märkte in Osteuropa und in Asien. Noch 2007 hat Huf alleine nach Großbritannien 50 Häuser verkauft. Die Insel ist ein wichtiger Markt für die Westerwälder. Der Markt in England ist in letzter Zeit aber rückläufig. Es wäre falsch zu sagen, das würde uns nicht treffen. Die Märkte in England sind zusammengebrochen, ob Immobilien, Banken oder auch Währungskrisen. Trotzdem versuchen wir, das zu kompensieren. Zum Beispiel mit Technik wie dieser. Eine Fernbedienung für einfach alles im Haus. Sie sehen, ich habe hier ein Steuerpanel in der Hand. Das ermöglicht mir, die gesamte Elektronik, die hier in dem Haus verbaut ist, zu steuern und zu regeln. Beispielsweise von der Heizung hin über das Jalousienmanagement oder, wie ich Ihnen jetzt hier vorführe, eine Lichtszene abzurufen. Mag das auch wie Spielzeug für große Jungs wirken? Andere Angebote sind heute überlebensnotwendig. Umwelttechnik zum Beispiel. Ein Glashaus ganz ohne fossile Energieträger zu versorgen, das ist möglich. Das geht aber nur mit ganz gehörigem Aufwand. Es sind drei Steps, die wir hier zur Versorgung zur Verfügung haben. Step 1 ist, wir haben eine Luftwasserwärmepumpe, die uns warmes Wasser erzeugt. Das heißt, wir entziehen der Luft die Wärme, pressen sie in einer Wärmepumpe auf entsprechende Temperatur und die Temperatur kommt hier auf dem Wärmepumpenvorlauf in die Pufferspeicher hinein. Von dort aus können wir die Fußbodenheizung versorgen. Step 2, wir haben auf dem Dach Solarzellen unter den Glasplatten liegen. Diese Solarzellen sammeln ebenfalls über die Sonne Wärme ein. Und über entsprechende Pumpen wird diese Wärme transportiert hier in den Solarpufferspeicher. Und Step 3, neben warmem Wasser aus Wärmepumpe, warmem Wasser aus Solarzellen, erzeugen wir mit diesem Haus auch Strom. Bad Vilbel bei Frankfurt. Eigenheim und Garten nennt sich die größte Musterhausausstellung Deutschlands. Hier zeigen die meisten der etwa 100 deutschen Hersteller von Fertighäusern Flagge. Paul Dahleiden besucht oft solche Musterhaussiedlungen. Er ist ein renommierter Fachjournalist. Dahleiden ist der Herausgeber der Zeitschrift Hausbau. Was hält er von der Energieeffizienz der Hufhäuser? Das Problem bei reinrassigen Glashäusern ist, dass sie zwar hohe Solargewinne über die Fensterflächen haben, aber sie haben auch erhebliche Verluste über die Glasflächen. Die meisten Hersteller konstruieren ihre Häuser konventioneller. Für Hufe aber sind die Glasfronten Markenzeichen. Zwar benutzen die Westerwälder dreifach verglaste Scheiben mit einem überdurchschnittlichen Dämmwert, doch der ist eben immer noch schlechter als der einer gut isolierten Wand. Hufhaus ist sicherlich die Premium-Klasse, ganz eindeutig. Sicherlich vom ästhetischen, architektonischen Anspruch, den diese Firma verkörpert und auch umsetzt. Das sind Glashäuser, die bestehen aus einem tragenden Leimholzglatt mit sehr, sehr viel Glas drumherum. Das heißt, so ein Haus können Sie nicht auf ein 400 Quadratmeter Spargrundstück stellen, weil sonst haben Sie keine Ruhe vor den Nachbarn. Sie brauchen ein großes Grundstück und das verteuert natürlich so ein Bauprojekt erheblich. Oberpleis bei Königswinter, Sitz der Firma Steel Art, einer Tochtergesellschaft von Hufhaus. Die Aufgabe des Hufablegers? Möbelherstellung. Hier werden Regale, Schränke und ganze Küchen gefertigt, die in puncto Maße und Farben zu einem Haus von Huf passen. Jedes Brett, das hier produziert wird, kann mit Barcodes einem bestimmten Möbelstück und damit einem bestimmten Haus zugeordnet werden. Insgesamt hat Huf 6 Tochterfirmen. Für Bodenbeläge, für Gartengestaltung, sogar ein Reisebüro gibt es, das den Monteuren ihre Reisen überall dorthin organisiert, wo die Häuser aufgebaut werden. Wir denken, dass der Kunde eine komplette Problemlösung braucht. Ob Keller, ob Haus, ob Interieur. Wir versuchen schlüsselfertig komplett alles anzubieten. Wir stehen mit unserem Namen selbstverständlich für den Kunden da, wo das Haus schon längst auch übergeben ist.
Zurück auf der Musterhausausstellung. Die Komplettlösung Idee des Premium-Herstellers Huf. Kein Trend, der die gesamte Branche umtreibt. Die meisten Hersteller widmen sich einzig und allein dem Thema des Jahres. Das große Thema ist schlicht und einfach die Energieeffizienz. Das heißt, das ist das Thema der Zukunft, niedrige Energiekosten, niedrige Heizkosten. Wenn Sie davon ausgehen, dass etwa ein Drittel des Energieverbrauchs auf Haushalte entfällt und davon 75% auf die Heizung, wissen Sie, was angesagt ist und dass das einfach das Thema der Zukunft sein wird. 7 Morgen bei Breitscheid, ganze 30 Kilometer von Hartenfels, der Hufzentrale entfernt. Wieder ein kleines Dorf im Westerwald. Wieder ein Unternehmen, das die Fachwerkidee für den Bau von Fertighäusern aufgegriffen hat. Die Firma Stüberhaus. Ein kleines Unternehmen, das 2009 eine bedeutende Auszeichnung erhalten hat. Den Golden Cube. Roland Stüber ist Bauingenieur und Geschäftsführer von Stüberhaus. Seine Firma hat den großen deutschen Fertighauspreis gewonnen. Der einzige in der Branche, der von einer Expertenjury verliehen wird. Auf diese Auszeichnung sind wir sehr stolz, weil es was sehr Besonderes ist und in der Branche eine hohe Anerkennung erfährt. Den Preis hat Stüber diesem Haus zu verdanken. Die Jury nennt es ein beispielhaftes Passivhaus. Es ist zwar 15% teurer als ein vergleichbares Standardhaus, dafür verbraucht es aber kaum noch Energie. Mit seiner Frau und seinen 3 Kindern lebt der Erbauer selbst im prämierten Haus. Seit über einem Jahr wohnen die Stübers nach Passivhausstandard. Das heißt, der Heizwärmebedarf darf höchstens 15 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche betragen. Pro Jahr. Das Haus hat keine Fußbodenheizung, keine Wandheizung, keine Heizkörper, nichts. Der minimale Heizwärmebedarf, den das Haus hat, wird abgedeckt über die Lüftungsanlage. Wir haben hier in diesem großen Raum einmal einen Zuluftbereich, hinten im Wohnzimmer. Und dann nur noch hier in dem Küchenbereich haben wir hier diese Abluft. Somit ist das Kreislaufsystem hier geschlossen. Durch die Lüftungsanlage wird konventionelles Lüften im Winter überflüssig. Die Fenster sind dreifach verglast. Die Wände mit 38 cm Dämmung ausgestattet. Die Heizkosten für dieses Haus mit 200 Quadratmeter Wohnfläche nur 280 Euro. Im Jahr. Trotzdem sind Passivhäuser noch Exoten auf dem Fertighausmarkt. Viele Bauherren schrecken vor den relativ hohen Baukosten zurück, die sich erst nach etwa 15 Jahren amortisieren. Im Untergeschoss die Energiezentrale des Hauses, die 7 Zimmer versorgt und trotzdem ziemlich klein ausfällt. Das ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Mit integrierter Lüftungsanlage und mit integrierter Warmwasserbereitung. So ist alles kompakt in einem Gerät. Und mit der Wärmerückgewinnung aus der Raumluft wird also auch zusätzlich noch Warmwasser erzeugt. Ich finde, es ist ein Hightech-Haus. Es bietet so viele Möglichkeiten, auch modern zu sein. Die Technologie ist absolut modern, die Gestaltung der Räume ist total modern und das auch nur auf das Work Öko zu reduzieren, wird dem überhaupt nicht gerecht. Also man hat super viele ökologische Ansätze und man ist in einem ökologischen Haus, aber deswegen ist man nicht ein Bewohner der Birkenstock-Fraktion, sozusagen, ja. Kein Wunder, dass die Stübers von ihrem Haus begeistert sind. Aber was sagt der Experte? Die Passivhausarchitektur ist natürlich eine sehr konsequente Architektur. Da können Sie nicht anfangen zu basteln in der Art, dass Sie Gauben aufs Dach setzen oder hier oder dort ein Erkerchen anfügen, sondern die Energiebilanz des Hauses muss komplett stimmen. Und das setzt natürlich voraus, dass Sie sehr, sehr konsequent planen. Von der Haustür bis zum Dach muss da alles picobello in Ordnung sein. Die Architektur ordnet sich der Energieeffizienz unter in diesem Fall. Obwohl das Passivhaus von außen nicht so aussieht, in seinem Inneren sorgt Fachwerk für Stabilität und eine lange Lebensdauer. Traditionelle Technik in einem Betrieb mit Tradition.
Die Firma Stüber wurde 1947 gegründet von dem Herrn Peter Stüber, ist der Opa, als klassisches Zimmereiunternehmen. Damals wurden viele Aussiedlerhöfe auch im größeren Stil gebaut. Dann wurde schon früh in den 50er Jahren das Ingenieurbüro angegliedert. Und auch ab den 60er Jahren wurden die Häuser in Holzbauweise selbst entwickelt und schon gebaut. Und seit dieser Zeit gibt es schon Stüberhäuser, die auch heute noch sehr gut dastehen. In den Werkshallen in Siebenmorgen arbeiten 40 Mitarbeiter, 5 Meister und 3 Lehrlinge. Ein Familienunternehmen ist so aufgebaut, dass ein ganz großer Mitarbeiterstamm von der Ausbildung über Geselle, eventuell Meister bis zur Rente dem Unternehmen treu bleibt. Das ist auch bei uns sehr stark ausgeprägt und das ist für uns sehr wichtig, weil man im Handwerksbereich sehr zuverlässige Mitarbeiter haben muss, die einmal das Produkt kennen, genau arbeiten, zuverlässig einen hohen Qualitätsstandard leisten können. Vom ersten Handgriff bis zur Auslieferung brauchen die Männer von Stüber etwa 2 Wochen Zeit. Und jede zweite Woche verlässt ein Haus den Hof, sagt Roland Stüber. Also etwa 25 Häuser pro Jahr. Bei der Ankunft auf der Baustelle Regen. Ein Fertighaus ist zwar nach 2 Tagen regendicht, aber wenn es so schüttet, müssen die Arbeiten abgebrochen werden. Eine riesige Plane schützt das Material. Im Regen stehen, im übertragenen Sinn, ist das dem Unternehmen bisher erspart geblieben. Von der Wirtschaftskrise sind wir im Moment nicht betroffen, weil ich das Gefühl habe, dass wieder mehr in Immobilien investiert wird, um da halt eine höhere Sicherheit der Kapitalanlage zu bekommen. So wie Stüber geht es nicht allen in der Branche. Kampa, ein Hersteller aus Westfalen, ist seit März 2009 insolvent. Es ist insgesamt kein gutes Jahr für die Fertighaushersteller. Selbstverständlich ist der Fertigbau auch von dieser Entwicklung betroffen, weil er ist ja immerhin Bestandteil der ganzen Bauwirtschaft mit einem Marktanteil von, sagen wir, rund 15%. Kann sich der Fertigbau nicht auf der Insel der Glückseligen, wir sagen, freuen, sondern hat hier auch erhebliche Einbußen. Im letzten Jahr war das zum Beispiel ein Rückgang von etwa 4,5%. Elben im Kreis Altenkirchen, eine halbe Autostunde von Siebenmorgen entfernt. Wieder ein kleines Dorf mit einem Unternehmen, das Fachwerkhäuser herstellt. Da Vinci Haus. Anton Hammes ist der Geschäftsführer und nach einigen Umfirmierungen schmückt er seit 1995 seine Firma mit dem bekannten Namen, um seinen Anspruch zu unterstreichen. Ja, wir verbinden es schon gerne mit dem Namen Leonardo da Vinci, weil da Vinci oder Leonardo eines der größten oder das größte Universalgenie in der Geschichte ist. Und wir finden auch, dass unser Produkt genial ist. An Selbstbewusstsein scheint es ihm nicht zu mangeln. Hammes nennt seinen Betrieb eine Manufaktur, die Traumhäuser produziert. Das Unternehmen ist entstanden, wie fast alle Unternehmen in der Fertighausbranche, aus der Holzindustrie, aus Sägewerken, Zimmereien und Schreinereien. So sind alle Unternehmen entstanden, so ist auch unser Unternehmen entstanden. Das hat 1936 als Sägewerk begonnen und hat schon kurz nach Gründung einfache Bauten, damals nannte man diese Bauten Baracken, heute sind halt in der ganzen Branche anspruchsvolle Häuser daraus entstanden. Das Haus von der Stange möchte heute kein Kunde mehr kaufen. Die Gebäude sind maßgeschneidert. Größe, Farbe und Energiestandard, alles ist verhandelbar. Die Bauherren sind kritisch. Die Farben, die Sie verwenden, sind die umweltverträglich? Ja, die Farben, das sind also schon Farben, die man für Kinderspielzeug benutzen kann, um Farbbehandlung dort auch vorzunehmen. Es ist dann so, dass wir
Innenbereich und Außenbereich natürlich schon unterscheiden müssen. Das ist einfach gefordert aufgrund der Bewitterung. Die weiteren Farbaufträge, die sind dann wirkstofffrei. Im Innenbereich gänzlich ohne Wirkstoffe. Ja. Produktionsleiter Frank Seibert zeigt, wie die Häuser entstehen. Die Kunden müssen bei Da Vinci mindestens 300.000 Euro ausgeben. Für einen Haustyp, der noch vor ein paar Jahren keinen guten Ruf genoss. Das Image Fertighaus stammt sicherlich aus einer Zeit, als man in Holzleichtbauweise preiswerte Bauten hergestellt hat und auch in den 60er Jahren eine Billigbauweise etabliert wurde, die den Namen eigentlich negativ besetzt hat. Damals vielleicht zu Recht, heute aber für die ganze Branche wirklich zu Unrecht. Nach Angaben des Herstellers verlassen 60 bis 70 Hauseinheiten die Werkshallen in Elben jedes Jahr. Manchmal sind das stattliche Gebäude mit 900 Quadratmeter Wohnfläche. Das erste Da Vinci-Haus wurde 1989 aufgebaut. Seitdem hat das Unternehmen Kunden in Österreich, der Schweiz und in England gewonnen. Also es hat uns immer in die große weite Welt gezogen, auch mit dem Produkt. Das Herz schlägt nach wie vor hier in Rheinland-Pfalz, im Westerwald, weil es historisch gewachsen ist. Ich persönlich komme nicht aus dem Westerwald, aber unsere ganzen Mitarbeiter kommen aus der Umgebung, weil es historisch gewachsen ist. 6.500 Schrauben stecken in einem durchschnittlich großen Haus. Die werden von 150 Mitarbeitern verbaut, die zum Teil schon sehr lange Fachwerkhäuser zimmern. Wir sind einer der größten Arbeitgeber hier in der Verbandsgemeinde und haben uns an vielen Projekten beteiligt. Wir machen Gemeinschaftsprojekte mit der regionalen Schule. Wir haben sehr viele junge Nachwuchstalente, die alle hier aus der Region kommen, die also sicherlich bei uns eine große Karriere machen werden, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Da Vinci Haus setzt, wie andere Hersteller, auf Komplettlösungen. Für die Häuser gibt's die passenden Möbel, gefertigt in der eigenen Werkstatt in Bleialf in der Eifel. Die Macher nennen ihr Design klassisch. Und Klassiker verändert man nicht. Oder allenfalls behutsam. Für das Aussehen der Häuser ist die Architektin Brigitte Bayer verantwortlich. Da Vinci setzt auf Fachwerk und Glas und will nicht den allerletzten Energiesparer begeistern. Wir haben nicht den Ehrgeiz, jetzt aus einem solchen Produkt ein Passivhaus zu machen. Das würde die Architektur misshandeln, sag ich mal. Von Elben in das nur 33 Kilometer entfernte Hartenfels, zurück im Hufdorf. Die Häuser von Huf, Fachwerkbauten mit charakteristischen Großflächenverglasungen. Die von Da Vinci, Fachwerk mit hohem Glasanteil. Die Häuser von Huf und die von Da Vinci. Sie wirken wie zweieiige Zwillinge. Das ist das Erstaunliche, dass die quasi Tür an Tür sitzen im Westerwald, ja, und zwei fast identische Produkte realisieren und vermarkten und auch beide in der ersten Liga unterwegs sind und sehr, sehr erfolgreich sind. Huf war zuerst am Markt, dann zog Da Vinci nach. Und beiden Unternehmen ist es eigentlich gelungen, was kaum jemand in dieser Branche gelungen ist, aus ihrem Produkt ein Markenprodukt zu machen. Thomas Huf und Anton Hammes werben um die gleiche Käuferschicht. Das sind inhabergeführte Unternehmen und da ist es verständlicherweise nicht immer sehr leicht, sich einen Überblick zu verschaffen, in welcher Kategorie oder in welcher Größenordnung die Stückzahlen sich bewegen. Aber ich würde sagen, dass Hufhaus doch erheblich über den Stückzahlen von Da Vinci liegt. Sicherlich tummeln sich andere Hersteller auf diesem Markt. Von unserer Sicht sagen wir mal Mitbewunderer und tolerieren das. Es gibt einen guten alten Spruch, der heißt Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern der ist Realität. Wenn man keine Konkurrenz hat, dann wird man arrogant oder man wird nachlässig, man wird schlecht. Hat man eine gesunde Konkurrenz, dann ist man immer wieder angespornt, die Nase vorne zu halten. Und das macht ja auch Spaß. Aus welcher Richtung kommt der Wind? Wohin wird sich der Fertighausmarkt entwickeln?
Nicht überall findet der Haustyp so viele Anhänger wie in Rheinland-Pfalz, wo fast jedes dritte Haus ein Fertighaus ist. Die demografische Entwicklung und der Wegfall der Eigenheimzulage setzen den Herstellern zu. Der Markt entwickelt sich ganz eindeutig nach oben und nach unten. In der Mitte, da passiert nicht mehr sehr viel, weil die Mitte bricht bricht weg. Das heißt, in Zukunft werden sie sehr teure Häuser haben und vor allem sehr billige Häuser haben. Billige Häuser, nicht mit Fachwerk aus Hartenfels. Hufhaus steuert auf das 100-jährige Firmenjubiläum im Jahr 2012 zu. Die vierte Generation steht bereit, die Kinder von Thomas Huf und die seines Bruders Georg. Ein paar Kilometer weiter in Siebenmorgen plant der Ingenieur Roland Stüber ein neues Projekt. Bauhaus aus dem Westerwald, das Kubus Designhaus. In Elben hat Anton Hammes einen Sohn, der irgendwann Verantwortung bei Da Vinci übernehmen soll. Doch mit Ende 50 will Hammes noch nicht von Bord gehen. Er möchte noch ein paar Jahre lang den Kurs bestimmen. Die Zukunft sehe ich so wie die Vergangenheit. Die ganze Bauindustrie hat einen Verlauf wie eine Fieberkurve. Diese Fieberkurve ist aber seit Jahren fallend. Das heißt, die Temperaturen steigen nicht mehr so an, konjunkturell. Aber wir sind in einer Marktnische. Die Architektur, die hat sich über Jahrhunderte gehalten. Unser Haus ist ein Klassiker und genauso gibt es Klassiker im Möbelbereich, die auch zum Teil in die Bauhauszeit zurückführen. Und die gibt es auch in 100 Jahren noch. Es ist immer wieder eine permanente Weiterentwicklung des Produktes, der Architektur. Und ein Meilenstein in diesem Jahr ist, das kann man also schon sagen, das ist die Entwicklung des Kubus Designhauses, was auch von der Firma Stüber auch gebaut wird. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir Häuser bauen, die auf jeden Fall mit regenerativen Energieträgern bewirtschaftet werden können. Das zeigen wir vielfältig an verschiedenen Musterhäusern. Wir werden uns weiterentwickeln, viele Füße, viele Länder finden in Europa und vielleicht sogar auch über die Grenzen von Europa hinweg. Ein Beispiel wäre China oder Moskau. Die große weite Welt erobern mit Fachwerk aus dem Westerwald. Mit Ständer, Schwellen, Riegeln, Streben und Bändern. Hergestellt von Betrieben, die fast in Sichtweite voneinander entfernt liegen. Mittelalter und Moderne. Zwischen Hachenburg, Retzdorf und Hohrhausen.